die Choralm. Über sie verläuft die Landesgrenze von Kärnten zur Steiermark und sie ist auch der letzte 2000er nach Osten hin im regionalen Bereich. Die höchste natürliche Erhebung darin ist der 2140 Meter hohe große Speckkogel. Auf ihm steht das Gipfelkreuz. Außergewöhnliche Wetterbedingungen verursachten im Winter 2013-14 eine starke Vereisung des Kreuzes, sodass es schließlich der zusätzlichen Schnee- und Windlast nicht mehr standhalten konnte und abbrach. Das nunmehr 66 Jahre alte Kreuz wurde seinerzeit im Jahre 1948 von Mannen des Steirischen Alpenvereines Deutschlandsberg in einer 10-stündigen Anfahrt mit einem Traktor zum großen Speckkogel auf die Choralm gebracht. Dort wurde es dann händisch auf den Gipfel gezogen und aufgestellt. Im Querbalken die Inschrift »Bleib deiner Heimat treu«. Eine Gedenkurkunde berichtet. Anfang April des Jahres 1948 wurde nach einer Besprechung von der Alpenvereinssektion Deutschlandsberg der Beschluss gefasst, am Speik ein Gipfelkreuz aufzustellen. Es wurden zwei Expeditionen unternommen, und zwar am 26. und 27. Mai und 4. bis 6. Juni 1948. Aus einem alten Zeitungsartikel ist zu erfahren, dass im Jahre 1957 ein Eibiswalder mit seinem Motorrad, es war eine 14 PS starke SGS Buch, welche damals 24.000 Schillinge gekostet hat, auf den Choralmgipfel zum Gipfelkreuz gefahren ist. Im Oktober 1960 wurde auf der Kärntner Seite des Gipfelkreuzes die Aufschrift Kärnten frei und ungeteilt angebracht. Die Buchstaben wurden aus Eisen gefertigt. Der Anlass war das 40-jährige Jubiläum zur Kärntner Volksabstimmung des Jahres 1920. Im Jahre 1998 wurde unter dem Gipfelkreuz die Aufstellungsgedenkurkunde ausgegraben. Sie war dort in einer Flasche aufbewahrt. Und das blieb letztlich vom Gipfelkreuz im Frühjahr 2014 übrig. Sechster Juni 2014. Bei prachtvollem Schönwetter ist es angenehm warm und windstill. Das neu errichtete Gipfelkreuz ist im Anrollen. Wiederum vom Alpenverein Deutschlandsberg ist es eine Nachbildung des einstigen Kreuzes. Oh.
So ein Ausblick. Wie ein Kitchen. Ja, eh. Ja. Oh, ja, mir aufgefallen. Ja, ja. Entschuldige. Ja, ist klar. Wie ein Kitchen. So, Alter. Gibt's dich an. Also, so, jetzt wenn ich da stehe, sehe ich das Kreuz, oder was? Das können wir aber noch dran. Ja, dran kann man im Stadion. Super. Sehr brav. Oh, du kommst aber nicht zum Kreier. Achso, du willst dran? Natürlich. Oh, gut. Was ist? Ja, aber hoch ist es spannend. Ich jetzt aber so hat die Choralm wieder ein Gipfelkreuz. Die Beschädigung und darauffolgende Neuaufstellung des Gipfelkreuzes auf der Choralm fiel zufällig auf das Jahr 2014. Und das ist jenes Jahr, in dem der Alpenverein Wolfsberg sein 140-jähriges Bestandsjubiläum feiert. Aus diesem Anlass wurde auf Schloss Wolfsberg die Jubiläumsausstellung Alpen im Schloss eröffnet. Und weil der Kaiser mit seiner Gemahlin schon mal da ist, konnte auch gleich der nach ihm benannte Wanderweg auf die Choralm eröffnet werden. Richtig
Der Weg des Kaisers Franz des Ersten führt ausgehend von der Schlossbrücke am Hohen Platz oder vom Schloss hinauf zum Weißen Kreuz, dann weiter über dem ehemaligen Gasthaus Haas und über Schoberkogel und Rauchegg zur Kirche Maria Schnee bei der Waldrast. Und schlussendlich folgt noch der Almansteg über das Schutzhaus bis zum Gipfel. 1600 Höhenmeter in 5 Stunden. Schön, dass wir alle hier heraufgefunden haben und hier miteinander in dieser großen, bunten Gemeinschaft Gottesdienst feiern. Gertreten wir vor Gott, unserem Herrn.